Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei der Sarah May in der Secret World. Willkommen zur 100. Folge und nur für den Lesrak Dark und für alle anderen. Heute die Nacktfolge. Nicht mehr nackte Tarzan. Ja, doppelnackt. So. 100. Folge haben wir gedacht, wir machen was Besonderes. Mhm. Deal with it. So. Achso, wie könnten wir eigentlich hier den Aspekt direkt mitnehmen, ne? Wenn wir schon mal hier vorbeilaufen. Achso, der ist ja dann da irgendwie an der ist hier drin, ja. Nee, die können wir nicht nehmen. Weil ist ja. Nee, die Quest können wir nicht nehmen, aber wir können den Aspekt dann mitnehmen. Gut. Durch die Zunge der Viper spüre ich dich. Dies ist meine jüngste Tochter, Nefertari. Ich glaube, das ist von meinem den Geist von Bast. Illusionisten, Illuminaten-Outfit irgendwie eine Hose für Männer, dass ich die jetzt anhabe. Es sieht ganz komisch aus. Also, wenn sich andere wundern, warum ich das jetzt so sage, für mich habe ich Klamotten an. Tja. Ich habe nur Smileys. Ja. Und einen String. So. Ausgrabungs 3. Da müssen wir ganz da oben. Das heißt, mal wieder zu Füße von Satis und dann da hoch. Die Frage ist, ob ich jetzt nach dem Porten wieder was anhab. Mhm. Nee, hab ich nicht. Gut. Das wäre uns enttäuschend für alle Zuschauer, ne? Bei mir hast du was an. Ja. Was hast du da an? Warte mal. Da muss stehen. Du siehst ja aber scharf aus. Hast du ein Ninja-Outfit mit bisschen roter Schutzmetall dran? Das ist total lustig. Die Terra hat die zensierte Version von der Secret World auf ihrem Computer installiert. Nein! Die unter 18 Version. Boah, sag mal. Verdammt, wo bin ich denn jetzt hier rein? Nein, scheiße. So. Wir müssen nach links. Quasi hier so hin. Und dann nach da oben, denke ich, oder? Ich habe hier immer noch so Vergiftung, so Chaos-Schaden hier auf mir drauf, ey. Deswegen kann ich nicht schneller. Dafür müssen uns die Ahnen leiden. So, da oben. Oder hier hinten. Ich fürchte, er könnte auch hier hinten sein. Mit dem müssen wir die Treppe hoch. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Yay! Guck mal, wie sie sich vor uns in die Knie werfen. Guck mal, ich miefe, das sieht man gerade richtig schön, ja. Lange nicht geduscht. Kommt dadurch, dass du immer wieder in der Schattensuppe baden willst. Ja. Noch 26 Minuten in dieser Nacktfolge. Schon leicht strange. Wir haben auch extra die Quest jetzt genommen, wo wir so langsam hinter diesem Roboter herlaufen. Ja, schlimm. Nicht ein Laziv hinter einem Roboter herlaufen im Mode. Muss ja nur gehen, dann wackelst du mit dem Arsch. Die schwingt aber die Hüften. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie man von Rennen auf Gehen umschaltet. Also ich musste mir extra die Taste neu einstellen bei der Steuerung. Versuch mal neben der Num-Taste das Teilen. Nö. Okay, dann wird es was anderes bei dir sein. Darum habe ich zum Beispiel eben da drauf gestellt wieder, weil ich kenn's nur so von Spielen, dass man von dort aus einfach geht. Aber selbst wenn ich gehe, würde ich schneller als der Kleine da. Ja, der ist ja auch klein. Ach, was für eine Ausrede. Das war gerade witzig, dieses Ach. Und in dem Augenblick dreht sich dann der Kopf auch so rum. Ja, manchmal spielt mein Charakter mit. Die verderbte Höhle entdeckt. Ist schon so ein bisschen langweilig, die Quest. Hm. Meinst du das? Toll, ich kann es jetzt nicht benutzen. Wer ist das auch nicht wahr? Hm? Das war's ja auch nicht. Das ist hier drin. Und was war dann das da hinten? Das war was anderes, ja? Ja. Guck mal, der greift uns gar nicht an hier, der komische Typ hier. Der hat Respekt vor uns, weil wir so gut aussehen. So, ja. Vierte Ausgrabungsstätte. Ja. Wieder zurück zu der Anima-Quelle, wo wir jetzt schon 1 Million Mal uns hingebordet haben. In den Füßen von Satis. Mhm. Oh, jetzt bist du angezogen bei mir. Was? Skandal! Ja, gut, Moment, Moment. Ich höre sie schon alle rufen, die Männer, weil die zugucken. Dazu muss ich ja wieder das Problem lösen. Damit habe ich ja irgendwie immer so Glück. Was ist denn das jetzt? Versuch schon mal hier runter. Ich glaube, das ist unten. Ne? Das ist immer alles unten. Wasserschlauch. Kleiner Roboter, ich sehe dich. So, warten wir hier auf die Terra. Da kommt sie schon. Tentakelkatze. Und Geisterkatze. Huh. Ich steck mal das Gewehr wieder weg. Sieht ein bisschen zu martialisch aus. Einstellung, Interface-Option. Muss doch irgendwo... Gehen, laufen, umschalten. Mit Rück, was auch immer Rück ist. Frag mich nicht. Ah, okay. Jetzt hab ich's auch. Yay. Der Kleine hat zu dem toten Orochi gezeigt. Und wir wissen, wenn er tot ist, müssen wir meistens einer Blutspur folgen. Yay.
Es war ein Wendigo. Es ist immer ein Wendigo. Hier. Oder? Nicht? Na gut, dann nicht. Versperrte Transportwelt. Oh, es ist ein Code. Mist. Aber war der nicht einfach? Passwort eingeben. Mit Hint Hinweis erhalten. Hint. Blühender Blödsinn. Blühender Blödsinn. Heißt ja nicht umsonst Google Quest, ne? So. Das dritte Zeitalter. Stufe 3. Stufe 2, Stufe 3, bla bla bla, vierte Ausgrabungsstätte haben wir schon. Passwort heißt Schwertfisch. Aber du kannst nur Zahlen eingeben. Anmerkung: Artefakt unbekannter Herdpunkt, scheint Metallplatte zu sein. Sicherheitscode 1053. Ah. Tada! Die seltsamen Teile zusammensetzen. Ei, sicher! Ups. Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Herausfinden, wo der alte Schlüssel passt. Wo könnte der denn passen? Ah, war das nicht in der Höhle? Hier ist keine Höhle. Wir gucken noch mal in den Browser. Das dritte Zeitalter, Stufe 4. Zopf. Zopf. Hinweis. Wo hast du all die anderen Hinweise der Mission her? Bla bla bla. Du suchst das Foto, bla bla bla. Begib dich in die Hallen der verschollenen Aufzeichnungen ein Stück südlich der Anima-Quelle bei 363302. Bei 363. Überreste. Müsste das sein? 3. Ach ja, ich habe es ja auch markiert. Porte dich zu mir. Ich bin dabei. Du bist wieder angezogen. Nee, ne? Oh, wohl. Ah.
Ich mach das ja echt gerne. Ja? Nicht total. Hier ist ein Helm. Ach nee, ich weiß, das ist dieses Dings mit dem. Ich weiß nicht. Nein, ja, siehst du, ich hab's gesagt. Hier ist ein toter Orochi. Dunkelheit. Also, will ich noch hinterher und dann ist es schon wieder drinnen. Nee. Und tot. Passt der denn hier irgendwo? Müssen wir noch weiter? Hier. Das ist gesperrt. Ist ja auch super, jetzt laufen wir hier. Natürlich irgendwo keiner sieht uns, wenn wir im Dunkeln liegen. Ja, aber hier in der hellen Krypta. Yay, helle Krypta. Und es müsste. Wo passt der Schlüssel? Also die Teile kann man noch nicht anklicken. Hier der die Tür. Die Tür? Nee, nicht die Tür. Hm. Doch nicht die Tür. Die Tür? Ja, die Tür war's. Yay. Ah, die Quest ist so toll. Genauso wie die, die uns hier nochmal reinführt. Ja, wir versuchen die auszulassen, okay? Raus! Raus! Am besten Porten. Zu Hodi als nächstes. Hui, Hui. Ab zu Hui. Oh nein! Scheiße. Wissen? Da war ein Wissen. Jetzt müssen wir doch die andere Quest noch machen. Lass mich raten, ich bin schon wieder nicht nackt. Ich hab's nicht geguckt, extra nicht. Aus Anstand. Aus Anstand, auf einmal. Ob du mir was weggucken könntest. Ja, ich nicht, aber Eukalypta vielleicht. Ja, natürlich. Bist du da runtergefallen? Nope. Ah, scheiße, immer toll. Aber ich bin falsch gefallen, glaube ich. Das ist nämlich der Haufen. Okay. Blöde Initiale. Okay, kein Thema. Howie. Oh, Howie! So.
hier ist er, der Howie. Baba. Dies ist mein jüngster Sohn, Howie. Er wandelt mit dem Herrn der Unterwelt. Der kann den ruhelosen Toten Schlaf bringen. Er verkörpert den Geist von Anubis. Kanalisiere deinen Geist, Sohn, mit all deiner Kraft. Okay. Warten wir jetzt hier noch auf die Terra. Ist auch fast da. Kämpft die gerade noch? Nö, aber die läuft gerade ganz normal, weil irgendwas dich getroffen hat. Weil? Irgendwas hat dich getroffen. Also man sieht es, du bist verschmutzt. So, dann gucken wir uns doch mal die erste Quest vom Howie an. Erinnerst du dich noch, als Baba uns die beweglichen Fotos gezeigt hat? Die Filme. Ja, ich erinnere mich. Es war sehr anstrengend, die Lichtmaschine bis hierher zu bringen. Vater hat die Maschine durch den Sand und die Stadt getragen. Er hat uns damit eine wichtige Lektion erteilt. Das scheinbar Unmögliche ist machbar. Wie Lawrence, der die gewaltige Wüste durchquert. Ich dachte, es ging um Loyalität, niemandem seinem Schicksal zu überlassen. Deswegen ging Lawrence allein zurück, um seinen Freund zu retten. Es muss sehr schwer gewesen sein für Vater, sie so weit zu tragen. Es ging um die Bekämpfung der eigenen Dämonen. Sie dürfen einen niemals unterkriegen. Oder er wollte uns nur etwas zeigen, das ihm draußen gefallen hatte. In der Welt, die wir nie sehen. Er trug sie, so wie die Priester des Feindes es jetzt tun, nur um uns die Bilder zu zeigen. Schwester, ich... Moment. Was hast du gesagt, kleiner Bruder? Über die Priester? Sie schleppen Dinge durch die Stadt. Kisten und Nahrung. Waffen. Sie tun mir überhaupt nicht leid. Der Feind ist unterwegs. Sie dürfen ihre Stellungen nicht verstärken. Darum rede ich doch von den beweglichen Bildern. Es ist wie bei Lorenz von Arabien. Hm. Wie bei Lorenz von Arabien. Also im Vergleich sieht das echt aus wie eine Nonne. Hm? Du. Wie? Ja, du hast ein Kostüm an. Oh, nein. Ha? Es ist anstrengend, nackt zu sein in der Secret World. Ja, definitiv. Denn wenn man es nicht will, ist man. Viel zu anstrengend, was sagt, deswegen gehst du nicht mehr so schnell. Definitiv, da hat er jetzt genug zum Gucken. Ja. Kannst du die Folgen herunterladen? Für einsame Stunden? Oh Gott, ich will. Ach, nein, ich stell's mir nicht vor. Wieder raus, ne? Mhm, wieder raus und darf mal ein paar Kisten suchen. Den Fingertanz. Aua! Was habe ich dir da getan? Das war das Fass. Ja, das du kaputt gemacht hast. Das ist das genau. Da habe ich nicht drauf geschaut.
Yeah, ein Kopftalisman in blau. Und dann noch 9. Wie? Das Gebiet von Kultisten säubern. Nichts lieber als das. Wenn sich hier ein Atom und was wohin ziehen. Obwohl der von den Endgegnern im Endeffekt, glaube ich, der einfachste ist, oder? Das ist Echnat, von den du meinst. Ja. Also ich finde ihn nicht am einfachsten. Das ist der, wo du immer wieder auf die Plattform runter musst, um aus dem Suppenteil rauszukommen. Was er da macht. Genauso wie wenn du Maler dann kämpfst und dann dich hinter den Fragen verstecken musst. Das ist doch viel einfacher. Bin ich mal öfter gestorben. Ja gut, die hat eben auch noch ein paar Hilfen, ihre Dienerschaft da. Aber sonst ist das einfacher. Kiste. Ah, nix. Hier sind keine Kisten mehr. Hier ist eine Kiste. Und da vorne ist noch eine. Ich sehe sie von hier aus. Jetzt den Anführer der Kultisten töten. Nein, du bist nicht der Anführer. Sonderleiden. Weil er sich für den Anführer ausgegeben hat, so. Genau. Ich gucke hier noch ein bisschen rum, weil ich sehe nämlich noch einen Typi. Den Spaß nur alleine. Ich will noch mal gucken, ob ich die auch allein platt kriege. Natürlich kriegst du die auch alleine platt. Nächster Versuch. Ja, okay, mach den mal. Ich geh schon mal. Das kann nicht nur um Jahre dauern. Ich geh schon mal den Weg frei machen. Wir machen den Weg frei. Terra. Jo, one hit. Level aufgestiegen. Nein, zwei Sterne. Gegnerischer Grundführer. Azza! Hey, der schmeißt die Bomben auf uns.
Nützlich. Das können wir aber so jetzt hier nicht durchgehen lassen. Tolerieren und so, ja, ja. So, was haben wir denn hier bekommen? Schönes. Angriffswert, Ausweichenwert, Blockwert. Angriffswert, Trefferwert, Gesundheit. Minus Durchdringungswert. Ich glaube, ich nehme das mit dem Angriffswert dann. Da muss ich nur eine andere Glyphe reinbauen. Was haben wir denn hier für Glyphen inzwischen? Erhöhung Durchdringungswert, kritischer Trefferwert. Nee, kann auch weg. Beachtliche Erhöhung kritischer Trefferwert. Alle blöd, die Glyphen. Glyphenbausatz haben wir. QS9 braucht heilige Qualität. Haben wir sogar noch. Sehr schön. Was willst du denn für Glyphen haben? Ich hab noch Glyphen. Heilige? Yep. Heilige. Sie fahren an dieser verbotenen Art, um zu sterben. So. Ein bisschen weniger Durchdringung und wesentlich weniger Gesundheit, aber gut, damit muss ich leben. Da ist jemand müde, hä? Ja, so langsam. Es ist, Wird Zeit, dass wir diese Folge beenden, wo ich noch unangezogen und er war angezogen. Nein! Und du sagst nichts, toll. Ja, das habe ich auch gerade erst gesehen. Ich war ja mit meinem Inventar beschäftigt hier. Könnt ihr nochmal unseren Telefonanruf machen? Ja. Okay. Ja, genau. Hier, das hat nicht geholfen. Eichhörnchen. Eichhörnchen Terror. Da verschwindet die Katze auch wieder im Warp. Sehr schön. Und ja, bis zum nächsten Mal in Folge 101 dann, wenn es wieder heißt, wir sind diesmal wieder angezogen. So. Tschüss vom Koali und von der... Ciao, ciao. Terra. Ah!